Moin, herzlich willkommen auf dem Kanal der Bienerei. Ich möchte euch heute mal mitnehmen an einen Standort von einem unserer Kunden. Und zwar ist das die Max Müller GmbH und Co. KG aus Bremen. Ein tolles Unternehmen, was auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und im Bereich Digitalisierung und solchen Geschichten unterwegs ist. Also wenn das für euch interessant ist, mit solchen Themen sich zu beschäftigen oder ihr da ja, Notwendigkeiten habt, guckt da einfach gerne mal auf so eine tolle Webseite von denen. Sehr innovatives Unternehmen und auch hinsichtlich der Thematik, wie gehe ich mit Mitarbeitern um und so weiter, ist das, würde ich sagen, eines mit von den Vorzeigeunternehmen. Genau, schaut euch das gerne an. Des Weiteren will ich euch heute mal zeigen, wie sich so ein Volk jetzt entwickelt hat. Ich sage immer, Imkerei ist wie ganz oft Geburtstag haben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Geburtstag und ihr kriegt ein Geschenk überreicht, wisst nicht, was das ist. Ihr macht das Geschenk auf voller freudiger Erwartung und kriegt dann quasi etwas präsentiert, was ihr vorher so nicht geahnt habt. So ist das auch mit den Kästen, wenn ihr also wöchentlich oder 14-tägig oder in größeren Intervallen auch dann in die Kästen reinschaut. Ihr wart eine Zeit lang nicht da und macht den Kasten auf und ihr wisst halt immer nicht, was findet ihr vor. Wie haben sich die Bienen entwickelt? Habt ihr Fehler gemacht? Das sind alles Dinge, die quasi dann auf euch einprasseln, wenn ihr den Kasten aufmacht. Und das ist immer so ein kleines, tolles Gefühl und ich genieße das immer, so einen Kasten aufzumachen. Auch wenn man viele Kästen hat und viele Völker betreuen darf, ist es trotzdem immer wieder etwas, was ich genieße. Ich möchte euch heute mal daran teilhaben. Also ich bin gespannt, wie sich dieses Volk entwickelt hat. Ich hoffe so gut, dass ich euch das Video zeigen kann. Von daher lassen wir uns mal gemeinsam überraschen. Noch was vorweg. Also ihr solltet immer ein bisschen gut vorbereitet sein. Ich bin das auch nicht immer. Ich versuche das aber immer. Genau, also ich habe jetzt hier so Baurahmen mit. Manchmal ist es so, wir haben einige Völker nur auf einem Trendsheet. Der Trend geht aber bei uns dahin, dass wir mit zwei Trendsheets arbeiten wollen. Ich habe also noch Trendsheets mit. Ich habe unausgebaute Waben, sogenannte Mittelwände mit. Ich habe aber auch noch leere, ausgebaute Waben dabei. Futterwaben sind noch im Auto. Von daher, wir schauen da jetzt mal rein. Rauchmaschine, Stockmeißel, Kaffeebecher. Also, man sollte gut gerüstet sein. Und wir schauen jetzt mal in den Kasten rein. Ja, dann machen wir mal so einen Kasten auf hier. Fangen wir mal mit dem hier an. Ja, wir sehen jetzt hier vier Brutwaben, zwei Trendsheets. Eine leere ausgebaute Wabe. Wir wollen, wenn wir den Kasten hier zurücklassen, wollen wir nicht mehr als 8 Waben drin lassen. Alle unbesetzten Waben nehme ich jetzt mal eben hier raus. Und auch alle leeren Waben nehme ich mal eben hier raus. Ich kann ja gleich wieder welche dazusetzen. Aber dann habe ich das schneller hier und kann besser Entscheidungen treffen. So, wir haben jetzt also hier noch Futter und Nektar. Futter und das Glänzende, ich hoffe man kann das sehen, ist Nektar. Also die äußere Wabe. Dann haben wir hier eine recht schwere Wabe. Wir haben hier Pollen und auch noch ein bisschen Futter. Riecht halt schön nach frischem Nektar. So.
Da ist meine Königin. Das zeige ich euch mal eben. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Da ist sie, wo mein Daumen ist. Da gucken wir immer, dass die Flügel alle heile sind. Manchmal werden die ein bisschen angeknabbert, weil sie mal vielleicht nicht so gut drauf waren, nicht in Legeleistung oder wie auch immer. So. Also wir sehen hier im Brutnest überall noch Futterkränze. Ich zeige euch das mal. Hier haben wir also das Brutnest, das bis hierhin schon ausgedehnt ist. Kann man das vielleicht sehen? So kann man das sehen. Also bis hierhin ausgedehnt und hier haben wir noch Futterkränze. Das heißt, also erweitern ist nicht dran. Eher im Gegenteil, kann man eher sagen, man nimmt den eher noch eine Wabe weg. Jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Also, vielleicht kann man das von da aus sehen. Das futternde Brutnest ist bis hier. Wir schieben hier Pollen und Nektar vor sich her und haben wir noch außen Futter. Jetzt gucken wir uns die äußere Wabe an, die äußere Seite. Auch hier haben wir schöne Brut. Obwohl das die Außenseite ist, ist hier, was die Brut angeht, also Deckel sind schön gewölbt und sauber ordentlich. Genau. Aber halt jede Menge Platz. Was wir jetzt machen nochmal, wir bauen die nochmal ein bisschen um. Die Brutwaben schieben wir wieder vorsichtig zusammen. Und zwar setzen wir eine Futterwabe auf die Seite. Also der Nektargeruch ist echt super. Momentan blüht halt hier in der Nähe sehr viel Ahorn. So, wir haben 4, 5, 6. Wir haben hier so eine Drohnenwabe. Ich zeige euch das mal. Leer gefuttert. Oben Drohnenbrut, das ist oben. Unten Arbeiterinnenzellen hier, die kleineren. Da die jetzt alle leer sind, schneide ich den Teil mit den Arbeiterinnenzellen weg. Übrig bleibt eine leere obere Drohnenwabe und unten ein Ansatz von Drohnenbau. So. Da im Brutnest genug Futter da ist, setze ich die hier zwischen die Futterwabe. Und auf dieser Seite setze ich jetzt eine schöne Wabe, die gut ausgebaut ist, noch mit nach außen. So, wir haben eine leere Futterwabe, wir haben eine Futterwabe, wir haben 4 Bruträmchen, auf denen, ich zeige das mal mit dem Stockmeißel am besten, also außen hier bis da ungefähr Brut verdeckelt, hier bis hier Brut verdeckelt, bis hier Brut verdeckelt, bis da, bis da. Das heißt, wir haben hier so einen Kringel. Guck nochmal außen, dass ich nichts Falsches sage. Ja genau, also bis hier. Daran kann man erkennen, Außenseite des Kastens, die 4 Brutwaben waren vorher ja hier. Das heißt, hier ist kühler. Deswegen ist hier auf der Außenseite die Brut auch nicht so gut entwickelt, sondern nur bis hier. Deswegen auch das Ziel hier mit 2 Trennschienen zu arbeiten, um sozusagen Futterwaben auf beiden Seiten.
Das heißt, im nächsten Jahr, wenn wir die Brutwaben schieden und einengen, das Volk einengen, auf die Brutwaben reduzieren, werden wir Futterwaben auf beiden Seiten setzen, sodass sich das Brutmest noch besser entwickeln kann. Und das ist jetzt quasi hier so ein klassisches Beispiel, woran man schon erkennen kann, dass Brutwaben an der Außenseite nicht so toll sind. Ist aber bisher unsere Betriebsweise gewesen, wird sich aber ändern. Also wir passen hier noch einiges an. Und vielleicht kommen noch andere Dinge dazu, die uns auffallen, die man noch verbessern kann. Also, wir haben jetzt sozusagen zwei Waben hier. Einmal eine ausgebaute Leere, eine Futterwabe, ein Trendsheet, Brutwaben, den Baurahmen. Wir haben hier außen nochmal eine Futterwabe. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei wärmende Elemente nochmal außerhalb des Brutnests, nicht nur die Beutenwand. Und in dem Moment, wo jetzt hier Nektareintrag stattfindet, wird also hier und hier vollgetragen. Und wir dürfen natürlich nicht verpennen, Honigraum irgendwann aufzusetzen, sonst machen sie hier Wildbau. Und in dem Moment, wo wir den Honigraum aufsetzen, wandern diese beiden Waben, die hier noch sind, so ist zumindest unser Plan, hier hin. Das heißt, wir haben dann hier einen Block mit vier Futterwaben, wir haben das Brutnest in der Mitte des Kastens und den Trommelraum angrenzend. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr. So kann man dann auch wandern. Das heißt, bei den Kästen kann man dann hier so kleine Nägelchen reinsetzen. Das zeige ich euch dann, wenn wir wandern oder die Völker vorbereiten fürs Wandern. Und dann sind die eigentlich recht gut gesichert. Und man muss sich da keine Sorgen machen, dass die Waben irgendwie hier und dann abrauschen. Genau, das zeige ich euch dann aber noch. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen, wie so sich ein Volk entwickelt hat, wenn man das also auf vier Waben geschiedet hat und lange Zeit nicht kontrolliert hat. Wir haben hier ganz friedliche Bienen am Stand und hier haben wir auch schon teilweise Drohnen. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, man kann das hier so erkennen. Also die ersten Drohnen, die heranwachsen. Genau. Ja, dann machen wir mal den Kasten schnell wieder zu. Die beiden Leerwaben nehmen wir wieder mit. Wir hinterlassen also ein Volk mit maximal 8 Waben. Vielleicht, um das noch ein bisschen besser einordnen zu können, warum 8 Waben? Die Königin kann halt eine gewisse Legeleistung am Tag nur bringen. Und da sind ungefähr 6 Dadant-Brutwaben ausreichend. Ja, 2 Futterwaben, damit die halt in dem Moment, wo man Honigräume draufsetzt bzw. abnimmt, auf jeden Fall ausreichend Futter haben und keinen Mangel erleiden. Ja, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Das ist mal so ein kleiner Zwischenschritt. Einfach mal eben reinschauen, gucken, wie haben sich gewisse Sachen ausgewirkt, die wir gemacht haben, um für sich dann auch ein Resümee ziehen zu können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bei uns, denke ich mal, wird es noch so 3-4 Tage dauern, bis die ersten Rapsschläge in den Anfangsstadium der Blüte übergehen. Jetzt haben wir, immer wenn man auf die Felder schaut, ich sag mal nicht mehr als 10 Finger an gelben Punkten auf dem Feld oder auf dem Schlag, egal wie groß die sind. Das ist wirklich noch, wirklich nur so ein kleiner Pups auf dem Schlag. Aber man sieht den Gelbstich, der quasi sich durch die Knospe im Feld immer mehr breit macht und gerne aufgehen möchte. Und erst dann macht es ja Sinn, dass Völker dann auch zur Bestäubung da sind. Beziehungsweise wir werden es so gestalten, dass wir mit den Völkern anwandern, aber noch keine Honigräume aufsetzen. Und beim Anwandern der Völker so agieren, wie ich das eben gerade beschrieben habe, dass also das Brutmest mittig ist, die Futterwaben außen, sodass kein Wildbau geschieht und die Futterwaben erstmal vornehmlich vollgetragen werden können, um dann bei der Erweiterung und die so möglichst spät, wie es geht, den Bienen die Möglichkeit zu geben, dann falls sich das Brutnest, und das wird sich ja ausdehnen, werden wir dann einfach Futterwaben ans Brutnest ranrutschen, das Brutnest mit Futterwaben erweitern und alles vorhandenes Futter, was dann sozusagen da ist, wird dann aufgefrühstückt, beziehungsweise der frisch eingetragene Nektar, der sich jetzt in den nächsten Tagen hier auch immer mehr ansammeln wird, der wird dann hochgetragen in den Honigraum zum Trocknen. Das ist so der Plan. Wir hoffen mal, dass das aufgeht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.
auf dem Kanal der Bienerei. Und ja, wenn ihr Imker seid oder interessiert seid, vielleicht mit uns zusammenzuarbeiten, ihr seid Bioland zertifiziert oder denkt darüber nach, ernsthaft euren Betrieb umzustellen auf Bioland oder ein anderes Bio-Siegel und wollt ökologisch agieren und wollt vielleicht ja, mit uns Kooperationen eingehen, meldet euch gerne bei uns. Wir sind da also froh über jeden guten Kontakt und auch jede Kooperation, die sich ergibt. Ihr habt ja im letzten Video schon gesehen, dass wir also auch mit Landwirten kooperieren. Und wenn ihr da also Bestäubungsleistung braucht oder ihr seid, wie gesagt, Imker oder ihr seid vielleicht Menschen, die sagen, ey, wir wollen auch so ein Bienenvolk hier bei uns im Garten stehen haben oder auf dem Firmengelände, so wie jetzt hier, dann meldet euch bei uns und dann finden wir sicherlich ein interessantes Gespräch. In diesem Sinne, macht's gut und wie gesagt, bleibt fröhlich. Eure Bienerei. Ciao.